Hortulac wurde für medizinische Zwecke verwendet, bevor er als Lebensmittel verzehrt wurde. Die Vorteile dieses Lebensmittels, das durch das Sammeln aller Vorteile des Bodens, in dem es sich befindet, auf unseren Tisch kommt, werden nicht aufhören, die Vorteile für unseren Körper zu zählen, und jeden Tag wird ein neuer Vorteil entdeckt. Heute kann es in vielen Rezepten in Küchen enthalten sein. Diese Pflanze, die unserem Körper unglaubliche Vorteile bietet, wenn sie als Nahrungsergänzungsmittel in der richtigen Menge und Zeit verwendet wird, ist gut für fast alle physiologischen Probleme. Was sind die Vorteile des Portulac-Konsums? Wie, wann und wie viel sollte konsumiert werden? Lassen Sie uns gemeinsam untersuchen. Sie können unseren Kanal kostenlos abonnieren, bevor Sie zu den Vorteilen übergehen. Wir sind hier mit einem neuen informativen Video jeden Tag. Was sind die Vorteile des Verzehrs einer Prise Portulac pro Tag? Homocystein ist eine im Blut gemessene Aminosäure. Wenn diese Substanz im Blutgewebe hoch ist, bedroht sie die Gefäße und ebnet den Weg für Herzkrankheiten. Vitamin B9 in Portulac neutralisiert überschüssiges Homocystein und schützt das Gefäßgewebe, während die darin enthaltenen Antioxidantien dazu beitragen, die Plakebildung in den Gefäßen zu reduzieren, haben sie eine sehr wichtige Verantwortung für ein gesundes Herz. Ein Pflanzenstoff, insbesondere im Stängelteil, reduziert das Risiko, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu entwickeln. Andererseits ist Portulac auch sehr reich an Mineralien, die wichtige Funktionen haben, wie zum Beispiel den Zuckerhaushalt im Blut auszugleichen. Die blutzuckersenkende Wirkung dieses Nährstoffs beruht auf dem Pflanzenstoff Folsäure. Gleichzeitig schwillt der Magen beim Verzehr des Fruchtfleisches an und verlängert den Verdauungsprozess. Der hohe Gehalt an Kalium und Phosphor ist sehr wichtig für die Vorbeugung von Diabetes. Diese Substanzen sind wirksam beim Abbau von Proteinen, die eine Glukosetoleranz verursachen. Insbesondere bei Personen mit Blutzuckerungleichgewicht gehen aus Kohlenhydraten austretende Zuckerpartikel nach dem Verzehr unangemessene Bindungen zu Eiweißstoffen im Körper ein. Dieser Prozess wird in der Gesundheitswelt Glykation genannt. Dank der Inhaltsstoffe in Portulac wird das Risiko des Glykationsbildungsprozesses verringert. Außerdem ist dieses Kraut eine sehr gute Quelle für Ballaststoffe, die bei der Verdauung von Nahrung helfen. Mit seinem hohen Ballaststoffgehalt sorgt es für die Ernährung nützlicher Bakterien, was für die Darmgesundheit sehr wichtig ist. Dank der Pflanzenstoffe in seinem Körper hilft es, Säuren zu neutralisieren, die Magenprobleme wie Gastritis verursachen. Es entlastet die Verdauung, indem es alle Verdauungsfunktionen zwischen Darm und Magen steuert. Portulac gegen Krankheiten. Der regelmäßige Verzehr von Portulac ist eine der einfachsten Möglichkeiten, unserem Körper große Mengen an Konservierungsmitteln und Antioxidantien zuzuführen. Diese Verbindungen helfen dem Körper, bakterielle Krankheiten zu bekämpfen, indem sie Immunzellen aktivieren. Die entzündungshemmenden Substanzen in den Stängeln des Portulac beruhigen den Rachen und lindern den Husten. Der hohe Vitamin-C-Gehalt stimuliert die Produktion weißer Blutkörperchen, die Antikörper bilden, die das körpereigene Immunsystem schützen und eine starke Abwehrmauer gegen Bakterien bilden. Andererseits sind das enthaltene Selen und Phosphor Antikrebssubstanzen. Diese enthaltenen antioxidativen Substanzen stärken langfristig alle Organe und Körpersysteme, indem sie den für die Krebsentstehung verantwortlichen Zellstress bekämpfen. Also, was sind die Schäden von Portulac? Zuallererst hat das Fruchtfleisch in Portulac die Eigenschaft, das Darmsystem, den Magen und das Verdauungssystem zu reinigen. Wenn es jedoch im Übermaß und in übermäßigen Mengen konsumiert wird, wirkt es sich negativ auf unser Verdauungssystem aus. Darüber hinaus gehört Portulac zu den Substanzen, die die Gesundheitswelt
wird derzeit verwendet. Daher hat es das Potenzial, mit einigen Medikamenten zu interagieren. Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie regelmäßig Portulac einnehmen. Insbesondere wenn Sie Medikamente haben, die Sie ständig einnehmen müssen. Wie viel Portulac sollte also konsumiert werden? Der Verzehr von Portulac in regelmäßigen Abständen ist sehr wichtig. Jeden Tag eine Prise Portulac zu sich zu nehmen, wird Ihre Gesundheit verbessern. Im Lichte dieser Informationen können Sie Portulac zu Ihrer Ernährung hinzufügen und von seinen langfristigen Vorteilen profitieren. Wenn Ihnen unser Video gefällt, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu mögen und zu abonnieren, falls Sie ihn noch nicht abonniert haben. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie informiert.